Und wie die jetzt im Einzelnen arbeitet, diese Maschine, das gucken wir uns hier an. Angenommen, wir sind in dem Zustand Q0. So, wenn wir im Zustand Q0 sind, und das ist jetzt sozusagen meine aktuelle Position, und wenn ich beispielsweise sowas habe, Delta Q0, steht da A, da steht A, ne? Da steht A. Wenn wir da haben, dass Delta Q0 gerade, sagen wir mal, Q1 und C ist, ja, dann käme da jetzt beispielsweise das raus. Delta Q0 A, da kommt als Ergebnis raus aus meiner Übergangsfunktion, wie gesagt, ein Element aus K vereinigt H kreuz Sigma vereinigt LR. Ich habe hier einfach nur noch mal hingeschrieben. So, in der Situation, also wenn ich beispielsweise einen Übergang habe von Q0 und A und dann gehe ich über nach Q1, C, würde einfach nur bedeuten, ich bleibe an der aktuellen Position, ja, und überschreibe das aktuelle Feld hier mit dem Symbol C. Um hier hinzukommen, und sagen wir mal, da sei mein Zustand, da bleiben wir im Zustand Q1, ja, dafür müsste ich dann haben Delta Q1 C, ja, um jetzt von dem Dingen hier hinzugehen, ist gerade Q1. So, und dann würden wir einfach hinschreiben ein R. Soll bedeuten, wir bleiben im Zustand Q1 und bewegen den Schreiblesekopf um genau ein Feld nach rechts. Ja? Das ist quasi dieser Übergang hier. Das ist der Übergang. Und das ist der Übergang. So, das ist im Prinzip, wie ich mit einer Turingmaschine arbeite. Viel mehr ist das gar nicht.